Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst wie immer, freitags um 15.30 Uhr in der Sonnenhalde. Ich bin Pfarrerin Ute Biedenbach, manche von Ihnen kennen mich ja schon und nein, es ist nicht so ganz wie immer, denn ich stehe heute fast alleine hier im Andachtsraum. Zusammen mit drei Technikern an Kamera und, ähm, und Mikrofon. Vielen Dank an dieser Stelle für die Technik und ihre Bedienung, damit wir miteinander Gottesdienst feiern können in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Anstecken können wir uns nicht, denn wir stehen hier alle mit Sicherheitsabstand und Sie sitzen sicher vor Ihren Bildschirmen auf den Wohnbereichen. Oder liegen gemütlich in ihrem Bett, hier in der Sonnenhalde oder im Krankenhaus. Ja, es ist eine seltsame Situation, so ohne direkte Begegnung, wie wir es gewohnt sind. Und doch ist es schön, dass wir so miteinander verbunden sind und miteinander Gottesdienst feiern können. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Darauf vertrauen wir, wenn wir jetzt wie gewohnt den 23. Psalm miteinander beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Weil wir heute nicht miteinander singen können, habe ich aber, habe ich Ihnen etwas mitgebracht, damit wir nicht ganz auf die Musik verzichten müssen. Johann Sebastian Bach hat die Passionen Jesu in zwei wundervollen musikalischen Werken vertont. Das eine davon ist die Matthäus Passion. Und ein Choral aus der Matthäuspassion, den kennen Sie auch, weil wir Ihnen auch im Gesangbuch haben. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreusten Pflege des, der den himmel lenkt der wolken luft und winden gibt wege lauf und bahn der wird auch wege finden da dein fuß gehen kann hören wir nun diesen choral Musik Gemeinde, übermorgen ist Palmsonntag. Palmsonntag, das ist der Beginn der Karwoche, in der wir uns in jedem Jahr an das Leiden und Sterben Jesu Christi erinnern, mit dem Ostersonntag am Horizont. Der Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel hat viele Künstler inspiriert, diese Geschichte zu malen. Ich habe Ihnen heute ein solches Palmsonntagsbild mitgebracht. Ernst Mühling aus Esslingen hat es 1980 in der damals sehr beliebten Batiktechnik gestaltet. Ich lese die Geschichte des Palmsonntags, wie sie Matthäus in seinem Evangelium im 21. Kapitel aufgeschrieben hat. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lastiers. Und die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und Jesus setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt seid ihr, da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als Jesus in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Liebe Gemeinde, betrachten wir jetzt das Bild vom Palmsonntag, das ich Ihnen mitgebracht habe. Wir sehen im Hintergrund die Stadtmauer von Jerusalem. Auf der Stadtmauer stehen drei Personen, die haben sich dort oben hingestellt, damit sie den besten Überblick über das Geschehen haben. Unten auf der Straße stehen viele Menschen dicht gedrängt. Männer, Frauen und unten rechts auch ein Kind. Sie wollen ganz nahe dabei sein. Sie wollen mit eigenen Augen sehen, was da geschieht. Das setzt sie in Bewegung. Einige haben Palmwedel von den Palmen abgerissen und winken damit. Andere haben den Mund offen stehen und man hört sie fast rufen. Aber was rufen sie denn? Rufen sie, hurra! oder Hallo! oder Herzlich willkommen! Nein, sie rufen, Hosiana! Hosiana, auf Deutsch heißt das Hilf doch, Herr! Hosiana rufen sie und... Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Jesus reitet auf einem Esel, nicht über einen roten Teppich, sondern über ein weißes Tuch. Das Besondere an Jesus auf diesem Bild sind sein Blick und seine rechte Hand. Der Blick Jesu geht nicht in Richtung des Reittiers hinein nach Jerusalem, Dort, wo ihn das nach dem Hosianna das Kreuzige erwarten wird. Vielmehr schaut Jesus uns direkt an. Und jetzt zur rechten Hand Jesu. Drei Finger zeigen nach oben und zwei Finger zeigen nach unten. Sie können das ja selbst auch einmal ausprobieren. Drei Finger nach oben, Daumen nach Zeige und Mittelfinger und die anderen beiden nach unten. Diese Handhaltung ist eine alte Segensgeste. Sie verweist mit den drei Fingern nach oben auf die Dreieinigkeit Gottes. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und die zwei abgewinkelten Finger nach unten, die zeigen auf die Erde. Die erinnern daran, dass Jesus ein wirklicher Mensch auf der Erde gewesen ist und zugleich Gottes Sohn. Jesus begegnet uns auf diesem Palmsonntagsbild, also nicht als gefeierter Star oder als überlegen wirkender Herrscher, der da triumphal in die Hauptstadt einreitet. Nein, Jesus begegnet uns als der segnende Christus. Im Namen Gottes, den Jesus seinen Vater nennt, zeigt er mit dieser Geste und mit diesem direkten Blick, Gott ist bei euch. Der Friede Gottes kommt zu euch und begleitet euch auf euren Wegen, die vor euch liegen, auch die schweren. Liebe Gemeinde Hosianna, o Herr, hilf! So heißt es schon im 118. Psalm: Hosanna, o Herr, hilf. So dürfen auch wir rufen und bitten in diesen schwierigen Corona-Zeiten, in denen wir gerade leben. Wir wissen nicht, wie lange die Zeit der Isolation, vor allem für Sie hier im Haus, die vor allem für Sie hier im Haus so schwer ist, noch dauern wird. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott uns alle auch in dieser schweren Zeit begleitet und uns Kraft gibt, durchzuhalten. Amen. Wir hören noch einmal einen Choral aus der Matthäus-Passion. Ich lese zuerst den Text. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Ja. Wir wollen beten. Hosianna, o oh Herr, hilf uns alle in diesen schweren Zeiten. Sei du bei den Menschen hier im Pflegeheim und in der Klinik, die gerade keinen Besuch bekommen dürfen und sich manchmal einsam fühlen. Hosianna, o oh Herr, hilf allen Menschen, die in der Pflege und Versorgung der Kranken und Sterbenden tätig sind. Gib ihnen Kraft und Durchhaltevermögen. Hosianna, o oh Herr, Hilf. All den Alltagshelden, die unter schwierigen Bedingungen unsere Versorgung und unseren Alltag aufrechterhalten, oft unter großen Mühen für sich selbst. Hosianna, o oh Herr, Hilf. Allen, die verzweifeln, keine Kraft mehr haben oder trauern um ihre Nächsten. Stärke du sie mit deiner Liebe und deinem Erbarmen. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun in diesen Tag und die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.